Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2015 auf der PS4. Ich fahre mit Vettel im Ferrari. Meine zweite Saison, das letzte Rennen in Barcelona, hätte ich theoretisch gewinnen können. Aber am Ende war es dann doch wieder unglücklich und ich wurde ich wurde Vierter. Jetzt geht's weiter nach Monaco, das sechste Rennen bisher, noch sieglos. Ich fahre auf Legende, aber wie gesagt, seit Barcelona, beziehungsweise auch ein, zwei Rennen vorher schon, gibt es Hoffnung für mich mit Vettel im Ferrari, dass ich die Mercedes dann doch auch nochmal schlagen kann. Denn wie gesagt, Kimi Räikkönen habe ich bisher zwar noch nicht aus eigener Kraft geschlagen, mein Teamkollegen, aber es ist möglich, das habe ich in Barcelona gesehen. Und auch die Mercedes sind nicht unbedingt auf jeder Strecke weit weg. Schauen wir mal, was in Monaco passiert. Monaco halt. Willkommen am Circuit de Monaco zum Formel-1-Rennen dieses Wochenende. Das Rennen hier ist wirklich ein Klassiker. Doch bevor die Fahrer an den Sieg denken, müssen sie es erst einmal durch das anspruchsvolle Training heute schaffen. Monaco bietet eine enge, herausfordernde Strecke, auf der die Fahrer oft Rad an Rad kämpfen. Es fehlen zwar gute Überholmöglichkeiten, aber dafür bietet Monte Carlo eben dieses einmalige Gefühl von Glanz und Glamour. Monaco ist die wohl prestigeträchtigste Strecke der Formel 1. Kein Wunder also, dass sie bei Formel 1-Fans auf der ganzen Welt außerordentlich beliebt ist. Etwas ganz Besonderes eben. Alle Jahre wieder das gleiche Szenario. Die Löwskurve ist die langsamste Kurve aller Strecken der Formel 1. Sie wird gerade mal mit 50 km/h gefahren und gerade in der ersten Runde des Monaco Grand Prix kommt es hier immer wieder zum berühmt-berüchtigten Ziehharmonika-Effekt. Alle sind froh, wenn sie da durchkommen, ohne ein paar Teilchen zu verlieren. Die Kurve ist so eng, dass die Teams für das Rennen eine spezielle Zahnstange verwenden, da die Wagen sonst die Strecke nicht schaffen würden. Man kann in der Löwskurve überholen, aber oft führen solche Überholmanöver nur dazu, dass eins der Fahrzeuge sich eine gebrochene Nasenspitze holt. Ja, sehr schön. So, wir sind hier jetzt im Cockpit. Ich gehe direkt raus. Ich brauche jede Sekunde auf der Strecke. Letzte Saison im Red Bull war ja total katastrophal. Ich habe nicht die Hoffnung, dass es viel besser werden könnte mit Vettel im Ferrari. Denn diese Strecke ist... So, hier werden jetzt schon wieder gelbe Flaggen gezeigt. Da stand er. Ja, wie gesagt, es ist eine katastrophale Strecke für mich. Vor allem diese Kurve, wenn man sich hier verbremst. Ja, oh, alles heil geblieben. Landet man direkt schon mal in der Mauer. Hinter mir jetzt Kiat. Ich glaube, selbst wenn ich hier das absolut schnellste Auto hätte, hätte ich hier keine Siegchancen. Denn, da gerade oder wo? Ja, ich bin hier sehr konzentriert, deswegen werde ich dieses Rennen, dieses Training und auch im Qualifikationsmodus wahrscheinlich sehr, sehr ruhig sein. Oh. Oh, Kwiat, lassen wir den mal durch. Ich bin hier eh noch am Üben. Und hier DRS ist hier, also auf dieser Strecke sowas von, ich kann es eh nicht überholen. Nein! Jetzt ist der Heckspoiler, der Frontspoiler schon wieder kaputt. Ah, das ist doch zum Kackern. Wirklich. Aber ich wollte eh was an der Abstimmung ändern. Setup. Oh, noch 9 Minuten, das ist echt grausam. Und zwar da. Ich möchte gerne erhöhter Abrieb. Maximaler Abrieb. Ich versuch's mal hier auf diesem Preset. So, habe ich das jetzt drin? Ich muss das nochmal kontrollieren, ob es jetzt eingespeichert ist.
Denn, ja, ich bin das nicht gewohnt, dass man auf der Zurück... Doch, okay, ist drin. Okay, also ich habe jetzt hier maximale Flügeleinstellung und so. Und da flogen gerade Teile. Also hier geht es nicht nur mir so, auch der Computer hat ja auch im letzten Jahr, in meinem ersten Vierteljahr, ziemlich viele Ausfälle gehabt. Also die KI ist ja auch nicht... Also ich fahre hier wirklich mit maximalem Anpressdruck jetzt. Kimi ist Spitzenreiter, Platz 1. Das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein. Ach so. Ach je. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber okay, ja gut. ja, ich nehme jetzt mal wieder ein Glück. So, jetzt muss ich echt am Ant. Ich werde im Rennen draufgehen bei dieser Kurve. Obwohl jede Kurve ist hier so. Boah. Boah. Dieser fährt selbst. Es ist in. Ich dachte schon, der Computer fährt mich jetzt kaputt. So, okay, also Kimi geht mir ja richtig Gas. Also auf dem Geraden werde ich keine Chance haben. Hier zu fahren wird ein echter Test. Und zwar nicht nur deiner Fähigkeiten, sondern auch deiner Disziplin. Selbst bei einer vorsichtigen Runde sind die Absperrungen immer sehr nah. Ja. Wenn du nicht präzise fährst, hängst du drin. Also achte auf einen konstanten Rhythmus. Aber meine andere Frage, ist Disziplin keine Fähigkeit? Alles klar? Also erst Disziplin und dann Tempo? So, ich kann gerade nicht mal auf Alonso aufschließen hier. Was aber okay ist. Ich denke, ich fahre hier mit maximalem Anpressdruck. Warum kann ich denn trotzdem nicht besser bremsen? Oh. Alter Falter, es ist echt... Also diese Strecke ist hier nicht gut gemacht. Entweder ist sie sehr realistisch. Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb am Wagen verloren. Komm an die Box, dann verpassen wir dir. Ja, und dann gehen wir gleich zur nächsten fliegenden Runde wieder raus. Es ist ja hier, es ist, oh, Katastrophe. Ich glaube nicht, dass ich das, ich glaube, ja. In der letzten Saison bin ich auch nicht ins Ziel gekommen. Ich glaube, das eine von vielleicht 3 oder 4 Rennen, wo ich gar nicht ins Ziel, 2 Rennen, weiß ich nicht mehr. Also man soll hier in erster Linie nicht schnell fahren. Okay, Alonso kommt. Wieso kriegt den Alonso nicht weg? Alter. Ich habe echt Respekt vor dieser Strecke. Hey, hier ist Xabi Alonso.
Ich weiß natürlich, dass der Fernando heißt, aber... Wir sind jetzt auf Rang 14. Die letzte Runde bringt uns auf P14. P14, okay. Das ist natürlich... Oh, heil geblieben. Oh. Wieder Xabi Alonso. Okay, die Runde ist dann schon mal... Ah. Es ist also... Naja, ich hätte mal... Ich werde diese Schikane nie kriegen. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Antriebverlust. Und ich registriere, dass ich die Runde schon wieder nicht fehlerfrei geschafft habe. So, weil ich die Boxeinfahrt kenne und das nur unnötig Zeit kostet, in die Box zu fahren. Gehe ich mal direkt zurück in die Boxengasse und wieder, oh, nur noch 3 Minuten. Oder spart man doch keine Zeit, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall angenehmer so. So, mal gucken, vielleicht kriege ich ja eine heile Runde nochmal hin. So fährt er, okay. Oh, also auch zu eng fahren ist hier nicht gut. Ich müsste ja wahrscheinlich stundenlang üben, um eine halbwegs gute Runde hinzubekommen, mit der ich mich sehen lassen kann. Muss natürlich auf jeder Strecke immer gucken, inwieweit kann man abkürzen, ohne dass man bestraft wird. Aber so richtig lernen tut man die Strecke erst im Rennen. Und ich traue Barcelona noch hinterher, also Spanien, da hätte ich echt gewinnen können. So von der Performance her. So, also bis jetzt lief es ganz gut. Da läuft schon die Zeit, das ist ja mal traurig hier. Oh. Rosberg. Als man... Oh, Hülkenberg. Ey! Was bremst denn der da? Wie so ein... Ah, okay, das hat gerade nochmal ordentlich Zeit gekostet. Das ist die... 18, okay. Kann ich jetzt noch die Runde zu Ende fahren oder ist das Training jetzt vorbei? Ich glaube, ich kann jetzt diese Zeit noch zu Ende fahren. Okay. Also es geht. Nur wie gesagt, wenn man sich einmal vertut, da ist kein Kiesbett. Auch hier. Verwarnung abgekürzt. Auch hier, wenn man sich da... Ah, das war schon wieder mit dem Spiel. Du hast den Frontflügel beschädigt. Sieht nicht schlimm aus. Bleib also draußen. Okay. Ich will diese Runde noch gezeitet haben hier. Mal gucken, wo ich lande. Komm schon, komm schon. Buff, baff. Auch nur 18. Nico Rosberg war heute am schnellsten. Aber wie sagen die Fahrer immer, das war ja nur der Freitag. 2,8 Sekunden. Im Qualifying wird er dieses Tempo bestätigen müssen.
Ich habe nur die Marussia hinter mir. Ja, also Monaco muss ich echt mal so richtig üben. Das ist eine echte Katastrophe, ne? Naja, aber wie ich bin, so bin ich. Ich ziehe das durch. Und nach Monaco können wir dann quasi bei Null anfangen. Wir befinden uns jetzt an einer der schwierigsten Strecken im Rennkalender. Willkommen zum Klassiker, zum Formel 1 Qualifying in Monaco. Das Qualifying entscheidet, wer auf dieser berühmt-berüchtigten Strecke von der Pole aus startet. In den nächsten Minuten könnte das morgige Rennen bereits entschieden sein, bevor es angefangen hat. Der Fahrer auf der Pole wird angesichts der wenigen Überholmöglichkeiten nämlich die besten Chancen auf den Sieg haben. Genau. Und um hier zu siegen, sollte man schon aus der ersten Reihe starten. Selbst wenige Plätze dahinter in der Startaufstellung und man braucht entweder großes Glück bei der Boxenstrategie oder muss auf eine Safety-Car-Phase hoffen. Überholen ist fast unmöglich. Vor allem, es gibt hier gar kein Safety-Car in diesem Spiel. Da geht's zur Strecke. Versuchen wir es mal Blitz-Qualifying. Oh Gott, scheiße, das war aber viel zu doll abgekürzt. Keine Strafe. Und schon wieder der Frontspoiler. Okay, ich kann nicht ansatzweise mit Hamilton da vorne mithalten. Ich weiß nicht, ob es am Spoiler liegt oder ob das die Gesamtsituation ist. Und ich kann hier auch ganz gut abkürzen, ohne dass ich Verwarnung erhalte. Ja, das ist jetzt mein Spoiler hier. Nein! Ich hasse Monaco. Ich war eh drittletzter im Training, da kann ich auch gerne letzter in der Qualifikationsrunde werden. Das ist unglaublich. Ja, da wird gemeckert, mir noch schickikacke, da. Monaco, das ist nicht mein Ding, nicht mein Rennen. Ha! Mercedes hat heute im Qualifying Großartiges geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. 14 Sekunden. Was für eine tolle Session für das Team. Für dieses Ergebnis haben sie hart gearbeitet und diese harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Na gut, werde ich auf alle, die da vorne mitfahren, ordentlich Punkte verlieren in der Gesamtwertung. Muss ich dann hoffen, dass die auch das ein oder andere Mal ausfallen zum Ausgleich. Naja, passiert da eher weniger. Gut, aber im Rennen von ganz hinten. Okay. Monaco ist das Rennen, das jeder Fahrer unbedingt einmal in seiner Karriere gewinnen möchte. Vielleicht heute bekommt Jahr. Die aktuelle Formel 1 Generation ihre Chance. Letzte Nacht haben sicher einige Fahrer von einem Platz auf dem Treppchen geträumt, aber wir werden sehen, für wen der Traum heute wahr wird. Wir wussten ja, dass diese Strecke dem Mercedes liegt, aber niemand hätte erwartet, dass Lewis Hamilton solch einen riesigen Vorsprung auf seine Rivalen rausfahren würde. Wenn er nicht in Schwierigkeiten gerät und das Auto mitspielt, wird der Sieg heute... Ich überbrück das, ich habe gerade keine Lust mehr, das Geschnülze anzuhören hier. So, wir fahren 20 Runden, na toll, das wird ja aufregend. Rennen starten, ich starte eh von ganz hinten. Also. So, gucken wir uns das Ganze natürlich von hinten an. Lässt er mir auch Platz? So einen habe ich immerhin. Boah.
Barcelona habe ich den noch überholt. Und hier fahre ich mit denen da hinten in die Wette. Immerhin gibt es hier Regen. Oh. Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Ich starte das Rennen nochmal. Das ist ja. Qualifying schlechter als erwartet abgeschnitten. Ach was. So, wenn ich wage, der nicht gewinnt. Ey, das ist doch nicht zu glauben! Wieso lässt er mir hier keinen Platz? Das war leichtsinnig. Wir haben Glück, von mir? Dass die Strafe aufgedrückt wurde. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. So, immerhin habe ich jetzt vorne mal freie Fahrt und kann gucken, ob ich zumindest ein bisschen auf diese. Auf die aufhole. Oder ob der von hinten noch mal wieder dichter kommt. Das wäre natürlich grauenhaft. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier stehe, wo ich hinfahren könnte. Es ist halt Monaco. Aber das Rennen kann doch nicht in echt so sein, wie das hier Hamilton schnellste Runde. Alter, das ist aber auch. Warum? Wollt ihr mir damit sagen, der holt auf? Oh. So hole ich dann auf die da vorne, oder? Doch, ich denke mal, ich komme näher. Immerhin habe ich so eine Art Racing. Also wenn ich nicht aufholen würde, wäre es echt traurig. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. So, ich habe auf jeden Fall gerade was aufgeholt. Wie viel, weiß ich nicht. Dankeschön. Das macht mir Mut. Aber was natürlich perfekt wäre. Ein einsames Rennen so auf Platz 3. Aber das ist hier in Monaco. Mehr als nur ein Traum der Träume. Ich hätte Barcelona echt mehr rausholen müssen. Stark abgekürzt gerade. Okay, das scheint wohl im Rahmen zu sein hier. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Okay. So, gleich macht das Rennen auch Spaß.
der fährt aber arschlangsam, der verliert ja auch auf die anderen. Wir sind viel schneller als ein Männerfahrer. Gib nur nicht nach. Das ist echt. Ferrari überholt ihn und keine blauen Flaggen. Oh, 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 es wird schon nass. So, wo sind die anderen denn jetzt da vorne? Mann, die fahren aber auch in ihre eigenen. Sind die Reifen derzeit in Ordnung? Du solltest zumindest für die nächsten Runden noch guten Grip haben. Okay, da sind sie. Die Frage hat sich dann beantwortet. Oh, oh, oh. Boah, Glück gehabt. Hoffentlich passiert, wenn was, direkt vom Boxenstopp. So, ich kann mich auch von Meri absetzen. Oder Merhi oder wie auch immer. Oh, Verwarnung abgekürzt. Das war dann zu doll. So, ich nähere mich schon wieder meinem Trainings- und Qualifikationsmodus. Also ich würde gerne noch mehr Risiko gehen. Und da es jetzt auch immer stärker regnet, muss man natürlich aufpassen. Ist die Frage, kommt man früher? Wenn du weiter so die Kurven schneidest, pumpt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Yes, okay. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Jetzt schon? Ich will gar nicht aufdrehen. Ich weiß ja, was dann passiert. Dann beende ich das Rennen nicht. Okay, manche Autos sind unter diesen Bedingungen bereits am Kämpfen. Wenn wir aber jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir zu langsam sein und sie verheizen. Okay. Endlich mal richtiges Racing. So mit Regen und so. So, ich bin gespannt. Das erste Mal diese Verhältnisse, dass sie erst im Rennen kommen. So, hier kann man sich nochmal die Reifen wieder trocken fahren. Kann hier nicht überholen, das ist echt. Ich weiß nicht, wo ich hier überholen soll. Jetzt starten Ziel. Ja, aber das muss man auch irgendwie erstmal umgesetzt bekommen. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Oh. Wir sind schneller als der Wagen vor dir. Deine Chance, ihn zu überholen, stehen am besten in Sektor 1. In die Box soll ich noch nicht. Mein Frontflügel ist auch kaputt. War ja klar, dass das passiert. Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb am Wagen verloren. Komm an die Box, dann verpassen wir dir einen neuen Frontflügel. Oh, 3 Sekunden Zeitstrafe. Deine kreative Interpretation, was die Streckenbegrenzung angeht,
Alter. Großer Druckverlust im linken Hinterreifen. Plattfuß im Reifen hinten links. Nein, ich will doch Regenreifen! Los, fahr jetzt! Hier läuft alles schief heute. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Oh mein Gott. Naja, mal gucken. Hoffentlich regnet es nicht stärker. Dann war das jetzt gut. Und ich müsste noch ein bisschen nach vorne gespült werden. Wenn ich das Auto denn nicht zerstöre bis dahin. Ey, diese Scheißkurve, man sieht es auch nicht. Wir haben eine 3 Sekunden Zeitstrafe für offensichtliches Kurvenschneiden erhalten. Es sind schon 6 Sekunden. Ich kann das auch noch abstellen eigentlich. Die Situation ist gerade recht riskant. Wir glauben, dass die Slicks immer noch schneller sind, aber sie nee. Sind nicht mehr lang und es wird schneller. Beende die Session, ich bin raus. Ein weiterer Sieg für das Team aus Brackley. Einen tollen Wagen haben sie dieses Jahr. Ja, das Ergebnis wird für viel Freude sorgen. Dreimal war eine fantastische Zeitstrafe. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Also nächstes Mal Monaco werde ich vorher stundenlang üben. Tut mir leid, Leute, aber das hier kann man eigentlich keinen zumuten. Auch das hier, ich habe keine Lust. Keine Lust, mir das anzugucken. Naja, wie im letzten Jahr. So, aber das nächste Mal Kanada. Sehr schön. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.